Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video auf unserem Kanal. Ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal wieder irgendein Video, damit wenigstens irgendwas kommt. Auch nur da, also um einfach mal zu erklären, warum jetzt eigentlich die ganze Zeit keine Videos kommen. Das liegt nämlich nicht daran, ich sag mal nicht nur daran, dass wir überhaupt keinen... Ja, okay, es liegt gar nicht daran, dass wir keinen Bock haben. Es liegt, also erstmal daran, dass wir unheimlich wenig Zeit im Moment haben, unheimlich viel Stress. Und zum anderen auch daran, dass wir einfach, dass unsere PCs in letzter Zeit von der Leistung so nachgelassen haben, dass einfach bei fast jedem Spiel leckt. Ihr habt es gesehen bei AK, bei seinem DayZ. Es leckt einfach unheimlich und es macht ja dann auch keinen Spaß für euch zuzugucken, denke ich mal. Und ja, warum habe ich jetzt, ja, jetzt switche ich von dem einen Thema aufs andere, aber egal, warum habe ich jetzt dieses Spiel ausgewählt, was ich gerade hier zeige im Hintergrund, Dead Pixels. Ich denke, das ist einigermaßen gut angekommen beim Adventskalender und war ja auch bei einem, dem letzten Infovideo bei uns dabei. Und ich denke, das ist ganz gut so. Und wenn ich hier nur laber, dann ist es ja auch ein bisschen langweilig. Es soll ja auch irgendein Video auf unserem Kanal dann kommen, was mit Spielen zu tun hat, wenn schon so ein Infovideo kommt. Vielleicht noch kurz zu meiner zu meiner Audioqualität. Die klingt vielleicht nicht so gut wie in den letzten Videos in Lost Island oder in Sims, weil ich gerade wieder mit meinem Headset-Mikro aufnehme. Ich sitze nämlich hier gerade gemütlich auf der Couch und nicht an meinem Platz, wo ich normal aufnehme. Ich habe ja auch einen Laptop, den kann ich mir hinstellen, wo ich will. Und da wären wir gerade beim nächsten Punkt, nämlich bei meinem PC, wo ich gerade schon erwähnt habe, AKs und mein PC, dass die eben von der Leistung so nachgelassen haben, dass alles leckt. Und deswegen wollen wir uns neue kaufen. Ich werde mir voraussichtlich so im Sommer, vielleicht auch schon ein bisschen früher oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher, neuen PC kaufen. Aber ein Desktop-PC mit einer Nvidia GeForce... Warum wollen die alle diese Shotgun, ey? Mit einer Nvidia GeForce GTX 770 Grafikkarte und einem Superprozessor und so. Und da werde ich dann auch einige Let's Plays, denke ich mal, anfangen. Werde bei DayZ mitmachen, wenn AK seinen PC hat, natürlich. Ich werde auf jeden Fall viel mehr Minecraft spielen und wieder Sims. Ich weiß nicht, also Sims, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht kommt, das liegt jetzt nicht daran, also liegt jetzt nicht unbedingt an meinem PC. Ich weiß nicht, ob es so leckt, aber ich denke eben, es leckt schon. Und es liegt aber auch daran, wie gesagt, dass ich unheimlich wenig Zeit im Moment habe und die Wochenenden irgendwie dazu nutzen will, wo ich Zeit habe, mal zu entspannen, weil, ja, wir haben unheimlich viel Stress im Moment. Oder ich zumindest, ich denke, AK auch. Und deswegen haben wir unseren Kanal jetzt in letzter Zeit vernachlässigt. So viel dazu. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu, ich habe keine Munition mehr, oh mein Gott. Ein bisschen was zu Lost Island, was ich ja abgebrochen... Was heißt, ich habe es abgebrochen? Es hat ja so geleckt, da wären wir wieder beim PC. naja, also wir sind dann eben nicht mehr dazu gekommen aufzunehmen, weil Sir Craddock eben auch so wahnsinnig wenig Zeit hat. Und, ja, tut mir leid. Und dann geriet es irgendwie in Vergessenheit und ich denke, wenn wir können damit ein bisschen dann weitermachen, wenn wir unsere neuen PCs haben. Und es war ja auch so, dass das Projekt war, das praktisch das, ich glaube, wir haben 7 Folgen rausgehauen. Also das sollte über die Weihnachtszeit so ein bisschen was das, also ja, Fette Biest ersetzen.
dass man ein bisschen Minecraft hat, aber jetzt kamen ja schon 2 Monate so gut wie keine Videos, nur ein bisschen fette Beast. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt eben dieses kleine Video, vollkommen unvorbereitet, einfach mal drauf losquatschen, mal schauen, was dabei rauskommt. Naja. Und noch vielleicht zu dem Spiel, wer den Adventskalender nicht gesehen hat, wo wir dieses Spiel ja gespielt haben, oder dieses eine Infovideo, da habe ich auch das Spiel gespielt, da war AK immer noch dabei, also nur beim Quatschen, nicht beim Spielen. So, ich werde hier gerade mega von Zombies angegriffen. Naja, ist ja auch das Spiel. Und zwar, es heißt Dead Pixels, ihr kriegt es ganz billig auf Steam, ihr könnt es sogar lokal im Koop zusammenspielen auf an einem PC. Und ich gucke hier gerade mal, was ich mir kaufen kann. Naja, ist es eigentlich ziemlich witzig. Ihr könnt es auch über Xbox kaufen, also auf Xbox Live, da könnte ich es auch zusammenzocken. Da habe ich mir nur mal die Demo geholt. Ich habe ja auch eine Xbox, also Xbox 360. Das Spiel, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Store ist, ob das auch für One dann gilt, aber es kann schon sein. Es ist auf jeden Fall ein witziges Spiel, sehr billig. Es gibt nicht nur diesen Spielmodi hier, wo man je nach Schwierigkeitsgrad durch 10, 15, 20 Straßen oder so durchlaufen muss, dass man zu einem Sammelpunkt kommt und dann hat man im Grunde genommen gewonnen. Es gibt auch noch zwei andere Spielmodi, wo man dann eben so Zombie-Wellen überleben muss oder wo man sich eine Klasse oder Typen auswählen kann und mit dem dann halt darum, ja, also das praktisch dann wieder. Man muss nur eine Bombe, glaube ich, aktivieren, dass die dann, die Zombies in die Luft sprengt. Ja, ich weiß nicht, was es jetzt noch zu bereden gibt. Ich glaube, das wäre es eigentlich so gewesen mit dieser kleinen Gameplay-Szene und mit diesem kleinen Infovideo, sagen wir es mal so. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir werden sie beantworten. Und wenn ihr euch jetzt speziell was wünscht, dann auch damit in die Kommentare. Wenn ihr euch jetzt mal vielleicht den Adventskalender angeschaut habt und gesagt, sagt, boah, macht doch einfach mal jetzt fällt mir der Name von dem Spiel nicht ein, das gibt's doch nicht. Ein Game Dev Tycoon Let's Play, das würde nämlich auch noch gut flüssig auf meinem PC laufen. Oder einfach ein bisschen zocken, ein bisschen Dead Pixels. Dann kann ich das gerne machen. Minecraft ist so ein bisschen Problem. Er leckt ein bisschen, ja. Ihr wisst ja, falls ihr Lost Island gesehen habt. Naja, soweit dann mal von diesem Infovideo. Like es, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann liked es einfach auch. Oh, und jetzt bin ich schon tot. Ihr seht hier den wunderschönen Lockscreen von diesem wunderschönen Spiel. Und damit verabschiede ich mich für dieses klitzekleine Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören, weiß ich nicht.